dieser Tour freute ich mich auf eine ganz besondere Location. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese so schwer zu erreichen ist. Offene Schächte im Boden und große Kellereingänge. Hallen und Büros, die bereits seit Jahrzehnten leer stehen. Industriegeschichte vom Feinsten. Eine Reise in die Vergangenheit. Hallo Freunde, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jawohl, ich bin am Feuerwerkslaboratorium. Das klingt schon mal vielversprechend und die Location ist hier direkt gegenüber. Ist eine etwas ältere Location, aber das Komische ist, da ist überall relativ neuer, ziemlich hoher Zaun drumherum. Seht es hier an der Kante schon, da müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir da irgendwie reinkommen. Wir, das ist heute der Graf Herrenhausen alleine, also passt schön auf mich auf. Ach Freunde, was kann das Leben schwer sein? Guckt euch das an. Wunderschön. Eine Pulver- und Feuerwerksfabrik, wo aber derzeit überhaupt keine Chance ist reinzukommen. Jetzt werden alle sagen, ja, da vorne ist doch ein Türchen offen. Naja, da vorne ist auch ein Türchen offen, aber hier vor ist mal ein richtig stabiler Zaun. Und hier sind überall Kameras. Und ja, ich habe leider auch noch nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, hier irgendwie legal jemanden zu fragen, hier reinzukommen. Ob das vielleicht möglich ist. Und ja, illegal scheint es auch nicht möglich zu sein. Ihr hört schon, da vorne wird wieder irgendwo gearbeitet. Also wird, glaube ich, nicht ganz so einfach. Schauen wir mal. Ja, Freunde, was ich natürlich auch spannend finde bei dieser Feuerwerksfabrik, hier sind überall so alte Schächte, auch wenn ich jetzt ins Gelände noch nicht reingekommen bin, wo es überall wirklich richtig weit in irgendwelche Bunkeranlagen oder ähnliches geht. Oder Keller will ich es mal nennen. Ja, Freunde, was nicht legal geht, muss halt unterm Zaun illegal gehen. Ob ich natürlich durchpasse, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wieder was zum mal richtig dreckig machen. Sagen wir es mal so. Ja, ich stelle erstmal die Kamera rein. Das ist mal das Wichtigste. Gucken wir mal. Da merkt man, wie alt man ist. Komme ich doch nie wieder raus hier von dem Gelände. Naja, voll geil. So. Hauptsache, man ist erstmal drin. So, jetzt wollen wir mal verschwinden, dass uns hier keiner sehen kann. Und gucken gleich mal, was uns hier so erwartet. Außer der vielen Kameras, die hier überall angebracht sind, die ich vorhin schon gesehen habe, mit denen ich natürlich überhaupt keinen Kontakt haben möchte. Was ziemlich abgewrackt aussieht, was ich wahrscheinlich auch erstmal nicht aufsuchen werde. Ich werde natürlich erstmal gucken, in die Hauptgebäude zu kommen, weil die natürlich für meinen Geschmack mega interessant sein dürften. Wir gucken mal. So, der Vorteil ist natürlich, ich bin heute wirklich am ganz normalen Werktag unterwegs, wo hier keiner mit rechnet, dass hier die Urbexer unterwegs sind. Und ja, ich habe schon den nächsten Einstieg gefunden zu einem dieser Hauptgebäude, wo man zumindest in den Hof rein kann. Gucken, leise und unauffällig durchkommen, würde ich sagen, ja, für den Blick lohnt sich das schon. Es ist schon richtig cool. Und hier ist auch alles Stein auf Stein gebaut, dass hier nicht mal dieses Einsturzgefährdete ist.
gucke mal, was das hier überhaupt sein könnte. Weil wie gesagt, es war eine Feuerwerksfabrik, die jetzt ziemlich bunt angemalt ist und auch ja, für meinen Geschmack ziemlich cool aussieht. Aber so richtig einordnen kann ich das hier im Moment noch nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja eben auch erst angekommen, habe mir auch versucht zu merken, wo hier der Ein- und vor allem der Ausgang dann wieder ist. Weil im Moment ist es etwas schwierig, sich auf diesem Grundstück hier zu orientieren. Ich bin auch ein bisschen aus Atem, weil wie gesagt, unterm Zaun durch und ja, Trepp auf, Trepp ab, ein bisschen immer mit Sorge, dass man gesehen wird. Aber wenn man erstmal in den Gebäuden drin ist, ist die Chance ja auch gegeben, nicht unbedingt erwischt zu werden. Und hier sieht es mir auch nicht so aus, als ob hier wirklich viele Sicherheitsvorkehrungen direkt in den Gebäuden sind. Ja, hier diese schönen Fenster, die ich von draußen schon gesehen habe. Das ist ganz hübsch. Hier eine kleinere Treppe, die aber auch schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, die aber noch ja, aus Stein funktionstüchtig ist, sagen wir es mal so. Ja, wir gehen hier einfach mal vorsichtigst weiter. Gucken mal rechts und links, aber hier ist auch nicht mehr so viel, was jetzt so nach Feuerwerksfabrik aussieht. Das ist schade, aber es ist so. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach hier mal durch so ein offenes Fenster in diesen Innenhof rein, den ich ja vorhin von außen schon gesehen habe. Alles so schön zugewachsen hier. Das sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Da holt sich die Natur alles zurück, obwohl sie das eigentlich alle gar nicht wollen. Aber wie gesagt, hier auch alte Nebengebäude. Hier liegen aber auch relativ neue Teile. Und da ist natürlich die Sorge, dass hier auf jeden Fall eine Kameraüberwachung ist, wo ich jetzt hier nicht langlaufen werde, sondern irgendwo im hinteren Bereich dieser Gebäude erstmal bleibe, um zu dem Hauptgebäude zu kommen. Ja, Freunde, schaut euch mal allein diese Portale hier an. Diese riesigen Säulenportale. Das hat schon was. Fühlt man sich richtig klein, wenn man davor langläuft. Ich bin hier auch schon eine ganze Zeit unterwegs. Aber dieses Gelände ist halt auch wirklich riesengroß. Und wie gesagt, überall hoher Zaun. Ich habe nur einen so einen kleinen Schlupfloch gefunden. Ich hoffe mal, dass ich das nachher auch wieder finde. Wieder so eine heikle Sache. Hier sind wieder neue Sachen gelagert. Hier möchte ich natürlich ungern irgendwo in Überwachung laufen und hier irgendwo Ärger kommen. Das will ich natürlich unter keinen Umständen. Bin jetzt hier in einen Bereich angekommen, der auch komplett zugestellt ist mit irgendwelchen Sachen. Hier geht es wieder in einen Bereich, wo wir eben hergekommen sind, wo auch die Decke schon durchkommt. Und jetzt ist die Frage, wie man da zu den anderen Hauptgebäuden kommt, ohne über diesen riesen Platz zu laufen und da irgendwie auffällig zu werden. Ja, auch hier hinter mir so hübsch und niedlich gemacht mit diesem Türmchen da oben drauf und so. Also das ist wirklich klasse hier, das Gelände. Jetzt gehört auch noch alles dazu, Freunde. Der ganze Bereich, hier der ganze Bereich. Das Problem ist wirklich, man weiß nicht, es ist ja alles recht gut einsehbar, von wo hier, wenn jemand gucken würde. Also wie gesagt, hier der Platz, wo ich jetzt irgendwie drüber muss, der ist natürlich mega auffällig, das ist völlig klar. Aber was soll ich machen? Ich will da halt rüber. Ah, diese Gebäude, also ich bin ja auch zur richtigen Jahreszeit hier. Alles zugewachsen mit diesem roten Wein. Das sieht so geil aus. Das ist richtig schön. Ja, wir gucken mal weiter. Es könnte funktionieren. Ich bin hier tatsächlich jetzt an dem Hauptgebäude angekommen, wo komm ich die Treppe schon nicht mehr hoch. Wo hier eine Wand aufgestimmt ist. Wo man hier Gleise nicht reingehen kann. Und wo ich gesehen habe, dass man auch zu diesem Rückportal wohl durch kann. Hier fehlt die Decke schon. Das heißt, wieder äußerste Vorsicht. Und hier geht es in einen dieser Haupträume. Kaum bewegen, so einsturzgefährdet ist das Ganze und so schön ist es trotzdem. Das ist ja wirklich vom Verfall geprägt. Hier ständig Maschinen
Hier liegt teilweise noch die Technik. Und trotzdem so ein schönes Gelände. Das ist wirklich schade, dass man das nicht für die Öffentlichkeit aufmacht. Da war noch mein Bereich, wo ich hin möchte. Hier geht es gerade nicht weiter. Ja, Freunde, das ist das, was ich umgehen wollte. Dass ich durch so eine Tür, die ich von draußen natürlich schon gesehen habe, raus muss hier auf dieses freie Feld. Da kommen Autos lang, da kommt der Sicherheitsdienst lang, wenn er denn kommt. Das ist halt einfach. Aber drinnen geht es einfach nicht weiter. Also bin ich still und leise. Hier einfach mal so lang. Und gucken, dass hier nicht gerade einer schon hinter der Ecke wartet. Ja, 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 Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Hier waren eben wieder jede Menge Löcher im Fußboden. Ist natürlich völlig klar, warum wir solche Gebäude nicht freigeben können. Das ist völlig klar. Das ist so gefährlich hier alles. Das ist völlig verständlich. So, wir sind im nächsten Bereich angekommen, der ein bisschen nach Büro aussieht. Ich gucke natürlich erstmal, ob hier irgendwie ein Keller drunter ist oder so, wo man plötzlich ein, zwei Etagen tiefer steht. Das ist hier aber nicht der Fall. Und ja, hier geht es irgendwie in einem Bereich ziemlich verwinkelt, ziemlich verwachsen. Aber es ist auch so eine riesen Industriehalle, wo ich sage, Hossa, die sieht ja auch richtig geil aus. Ja, Freunde, ich hoffe, das war nur ein LKW draußen. Diese Halle ist natürlich schon so in die Jahre gekommen, dass die jederzeit einstürzen kann, dass ich hier gar nicht so komplett durchlaufen werde. Hier ist noch so ein Lastenaufzug. Hier drüber, so, ja, wo man draufstehen konnte, wo vielleicht die Vorarbeiter gestanden haben, ich weiß es nicht. Und ja, hier wurde gearbeitet. Es ist richtig cool. Aber ihr seht es auch, richtig einsturzgefährdet. Und ja, da fliegen schon die Blätter und die Vögel durch. Das ist richtig cool. Gehen wir weiter. Hier an dieser alten Technik vorbei. Wie gesagt, hier ginge es nach oben. Aber ich glaube nicht, dass man da auch nur annähernd wagen kann, von oben was zu füllen. Ich versuche es natürlich. Aber das Risiko dürfte zu groß sein, vielleicht. Vielleicht vom Treppenhaus aus, dass man da noch eine einzelne Aufnahme machen kann, ohne das Treppenhaus zu verlassen. Ich gucke mal. Aber ich glaube fest, dass das auch nicht möglich ist. Ja, hier fehlt schon die Leiter. Hier nochmal der Blick von oben. Der ist natürlich auch richtig geil. Aber ansonsten wird hier nicht mehr viel möglich sein. Das Treppenhaus ist aus Stein. Das Risiko ist begrenzt. Das ist klar. Aber ansonsten würde ich mal sagen, sollte es das hier mit den größeren Räumlichkeiten gewesen sein. Ihr seht es, das ist der Grund, warum ich sage, hier gehe ich nicht weiter. Hier fehlt einfach schon mal der gesamte Fußboden. Die ganze Länge eingestürzt. Da steht noch der Weihnachtsmann. Aber hier ist einfach jedes Weitergehen nicht nur blödsinnig, sondern auch nicht mehr möglich. Deswegen gehen wir wieder nach unten. Ja, und für alle, die jetzt wieder ganz klug sagen, lass doch da die Drohne mal durchfliegen. Ja, Freunde, ihr hört es, ich spreche die ganze Zeit schon leise, weil hier rundherum dieses Firmengebiet aktiv ist noch. Und da kann ich jetzt nicht die laute Drohne fliegen lassen. Das geht einfach nicht. Und das Risiko will ich halt auch einfach nicht eingehen. Ne? Muss ja nicht sein. So, Freunde. Ich würde mal sagen, das waren die meisten Gebäude, die wir hier gesehen haben. Und ehe ich jetzt kalt werde, mache ich schon mal die Verabschiedung vorab. Das war mal eine Location, die mir persönlich richtig gut gefallen hat. Geile Industriegeschichte, eine Feuerwerks- und Dynamitfabrik habe ich persönlich auch noch nicht gehabt. Und ich werde mal sehen, ob ich jetzt hier einfach sportlich mal über den Zaun wieder drüber klettere. Dann brauche ich nicht ganz durch dieses Gelände und mich da durch dieses kleine Loch wieder quetschen. Ich habe irgendwie gesehen, da wo die eine Kamera war, kann man über den Zaun springen. Das müsste eigentlich gehen. Und da ich dann vom Gelände runter bin, dürfte ich eigentlich auch schnell genug am Auto sein, um wieder zu verschwinden. Schauen wir mal. Also, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Euer Raff Herrenhausen.